Hallo und willkommen. Ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Näharbeit. Wir haben Ende September, die Sonne scheint, aber es ist eigentlich zu kühl, um einfach nur mit dem Kleid rauszugehen. Aber eine Jacke möchte ich ehrlich gesagt bei dem Wetter auch noch nicht anziehen. Also habe ich mir etwas genäht, das mir die Schultern warm hält, das mir die Hände warm hält. Einfach ein wunderschönes kleines Cape oder Schal oder Schultercape. Wie ihr das bezeichnen möchtet, das überlasse ich euch. Aber ich möchte euch zeigen, wie ihr das selbst wirklich relativ einfach herstellen könnt. So wie ich es mir hier gemacht habe, ist es nur von einer Seite tragbar. Ich habe ein Leder innen genommen, was mich auch schön warm hält. Und wie ihr seht, sind die Schultern auch sehr schön bedeckt. Die Variation, die ich euch zeigen möchte, wird ein Wendeschal sein. Wir werden also auf dieser und auch auf dieser Seite es tragen können. Aber jetzt sage ich ganz einfach, lasst uns die Arbeit beginnen, denn ihr wollt ja hoffentlich bald so ein schönes Teil auch selber haben. Also, auf geht's! Wir beginnen damit, den Schnitt zu erstellen. Dafür braucht ihr ein sehr großes Stück Schnittpapier oder vielleicht einen Rest von einer Tapete. Das wäre ideal vielleicht, auf der linken Seite dann aufzuzeichnen. Und ihr beginnt damit, dass ihr ein großes Rechteck zeichnet. Das sollte 36 cm breit und 1,11 m lang sein. Bei diesem Rechteck beginnen wir nun an der linken unteren Seite, bei der Nummer 1, die ich in Rot da gezeichnet habe, und messen nach rechts 35 cm, machen eine Markierung, ein Punkt, ein Kreuz, was ihr wollt. Von da an gesehen macht ihr die nächste Markierung auf die Nummer 3 in 46 cm Länge und wiederum die nächste 30 cm tiefer von der Nummer 3 auf die Nummer 4. Da macht ihr die nächste Markierung, beziehungsweise das ist ja bereits eure Ecke von dem Rechteck, das ihr von 36 auf 1,11 markiert habt. Und wenn ihr alle Maße rundherum sowieso nachlest und zusammenrechnet, seht ihr, ihr kommt mit allen Maßen insgesamt dann auf diese 36 mal 1,11 Meter. So, wir machen weiter von der Nummer 4 ausgehend, gehen wir zu der Nummer 5, folgt einfach den roten Nummern, die ich eingezeichnet habe, und da werdet ihr genau 8 cm eine Markierung machen, von den 8 cm ausgemessen zur Nummer 6 hin 22 cm und zu eurer bereits vorhandenen Ecke nun 6 cm. Von der Nummer 7 aus gehen wir an eurer bereits vorhandenen geraden Linie links rüber zur Nummer 8 und markieren auf 79 cm die nächste Markierung. Danach zur Nummer 9 sind 12, von der 9 zur 10 sind 20 cm. Jetzt bleibt uns nur noch die linke Seite und da messt ihr rüber einmal 20 cm und dann nochmal 16. Jetzt habt ihr alle Markierungen von der Nummer 1 bis zur Nummer 11 schon gemacht. Jetzt müsst ihr, wo ihr die Nummer 8 seht, da habe ich eine 12 geschrieben, also da, wo ihr die 8er Markierung habt, messt ihr einmal 4,5 cm waagerecht nach innen rein und macht da ebenfalls einen Punkt. Das ist nämlich der nächste Punkt, der nachher verbunden werden muss. Jetzt müssen wir den Abnäher einzeichnen. Wir kommen zur Nummer 13. Das heißt, von der Nummer 12 aus, dem Punkt, den ihr gerade auf 4,5 cm rein markiert habt, messt ihr 12 cm waagerecht in die Mitte eures Schnittteiles hinein. Aber ihr könnt das so messen, dass ihr unter diesen letztmarkierten Punkt bei 4,5 ungefähr 2,5 bis 3 cm runter geht und dann waagerecht rüber und die 12 markiert. Für den Abnäher wiederum beginnt ihr wieder bei eurem 4,5 cm Punkt und messt 2,5 cm nach oben und von da aus könnt ihr nun den Abnäher einzeichnen. Jetzt gehen wir wieder an die untere Kante zu der Nummer 3. Und von der Nummer 3 aus waagerecht nach oben zeichnend auf 7 cm Höhe markiert ihr einen Punkt, der die Nummer 14 ist.
Die Nummer 15 ist jetzt momentan nicht so wichtig. Das wären die Taschenmarkierungen und Eingriffe. Da kommen wir später drauf zu sprechen. Aber nun müssen wir einige Punkte hier verbinden. Ihr könnt damit beginnen, dass ihr einfach die Nummer 9 und die Nummer 11, das ist die hintere Mitte, oben links, dass ihr diese beiden Punkte verbindet. Also die Nummer 11 zu der Nummer 9 hin einen geraden Strich rüber zeichnet. Jetzt, um das erstmal die einfachen langen Striche zu machen, schaut ihr einfach auf eure Nummer 6 und auf die Nummer 12 und verbindet nun mit einem langen Strich die Nummer 6 mit der Nummer 12. Eine gerade Linie. Von der Nummer 12 ausgehend zeichnet ihr erst gerade weiter und beginnt dann eine Rundung zur Nummer 9 hin. Da, wo die Nummer 9 ist, sollte ein rechter Winkel entstehen zu eurer hinteren Rückenmittelnaht, die ihr bereits gezeichnet habt. Nun gehen wir an die andere Seite von den 29 cm, was die untere Kante von der hinteren Mitte ist, und zeichnet eine Rundung zu der Nummer 2 hin. Auch da bei der Nummer 11, wo die hintere Mitte ist, sollte ein rechter Winkel entstehen. Von der Nummer 2 ausgehend müssen wir die nächste Rundung zeichnen zur Nummer 14, die ihr rein markiert habt. Die ist erst nach unten geschwungen, wenn ihr bei der Nummer 2 anfängt, ganz leicht, weil es so eine Fortsetzung der bereits vorhandenen Rundung von 11 zu 2 ist. Und dann geht die Rundung eher leicht nach innen zur Nummer 14 hin. Aber das erkläre ich auch nochmal, wenn ich euch den Schnittbogen komplett zeige. Und nun ist es wieder einfach, von der Nummer 14 zur Nummer 5 hin verbindet ihr eine gerade Linie. Ja, damit haben wir jetzt eigentlich schon rundherum den Schnitt als solches komplett fertig. Die Taschenhöhe, das ist euch überlassen. Ich weiß ja überhaupt nicht, ob ihr Taschen reinmachen wollt. Vielleicht wollt ihr gar keine machen. Ich habe es so gemacht, dass ich meine Taschen in dem Webpelz von unten gerechnet 31 cm hochgesetzt habe und 16 cm in der Breite. Und die Reißverschlusstaschen, die in dem Amaretta-Teil drin sind, also quasi in dem Innenteil, was ich natürlich auch wenden kann, die habe ich nochmal 10 cm höher gesetzt, weil ich auch nicht möchte, dass alle Taschenbeutel so aufeinander liegen. Ich weiß, diese Erklärung ist sehr schnell gemacht. Ich bitte euch ganz einfach, euch entweder diese Seite rauszukopieren oder das Video einfach an einer Stelle, wo ihr möchtet, anzuhalten und zeichnet euch das alles raus. Aber wenn ihr von Punkt zu Punkt das so anzeichnet, wie ich es gezeichnet bzw. erklärt habe, werdet ihr sehen, ihr könnt diesen Schnitt wirklich leicht selber konstruieren. Hier habe ich jetzt nochmal das Original in der Originalgröße, um euch das nochmal ganz genau darzustellen, was ich euch schon erklärt habe. Ich habe euch ja die ganzen Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter angegeben. Nur als Wiederholung möchte ich hier noch sagen, bei der Schulter zum Beispiel, wenn ihr diese Punkte habt, wie gesagt, da macht ihr gleich den Strich durch von diesen Punkten, verbindet die. Da solltet ihr einen rechten Winkel haben und hier solltet ihr einen rechten Winkel haben. Dann, wenn ihr hier unten seid und eure Kante und ihr habt diese Markierungen in den 8 und 22 und hier die 6, die dann übrig sind, gemacht, dann ist diese Strecke hier komplett in einem bis dahin durchzuzeichnen. Nachdem ihr natürlich diesen Punkt von den 4,5 cm auch hier schon hingemacht habt. Auf der anderen Seite sieht es etwas anders aus. Da habe ich ja hier diese Markierung auf den 30 cm. Da zeichnet ihr das Gerad an bis zu dem Punkt. Und sofern ihr einen Schneiderwinkel habt, dann könnt ihr den jetzt nehmen und könnt euch hier so eine kleine Rundung ab da machen. Aber nur ungefähr von diesen beiden Punkten aus gesehen ungefähr auf die Hälfte. Schaut, da passt das genau hin. Und dann muss dieser Bogen in die andere Richtung gehen. Das heißt, da müsst ihr dann rumdrehen und den bis zu eurem Punkt dahin machen. Und dann hier oben müsst ihr auch suchen, wie ihr die Rundung
euch selber machen möchtet. Was ich vorhin noch nicht gesagt habe in dem Vorspann, ist, ihr könnt das natürlich, wenn ihr das hier weitermachen wollt und die Schulter bzw. die hintere Mitte höher zeichnet hier, dann wird das Cape auch hinten ein ganzes Stück länger. Das könnt ihr variieren, wie ihr wollt. Aber diese vorderen Teile, die über das Vorderteil fallen, die würde ich nicht weitermachen wie das. Das Einzige, was hier noch zu überlegen ist, ob ihr in das Äußere und das Innere, ob ihr überall Taschen reinhaben möchtet, dann könnt ihr euch die auch schon hier anzeichnen auf die Höhe, die ihr wollt. Und dann könnt ihr das schon ausschneiden. Und wenn ihr, sobald ihr das, die Schablone ausgeschnitten habt, dann müsst ihr überlegen, wo möchte ich mir Knipse hinmachen. Denn diese langen Nähte, das muss ja alles nachher zusammen und genäht werden und verstürzt werden, die brauchen jede Menge Knipse. Ich habe mir so den einen oder anderen hier hingemacht, die will ich auch gar nicht bei euch erwähnen. Je nachdem, wie gut ihr seid oder noch nicht so gut, dann macht euch ruhig ganz, ganz viele Knipse jetzt in das Schnittteil rein hier, die ihr dann übertragt, wenn ihr die Teile ausschneidet. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die dann alle aufeinander passen. So, und sobald ihr das vorbereitet habt, dann überlegt ihr oder habt ihr schon überlegt, was ihr an Materialien nehmen möchtet. Ich habe für die eine Seite diesen Webpelz gewählt. Und da muss ich dazu sagen, ich hatte von diesem Webpelz 1000 kleine Reste. Ich habe erst gar nicht gedacht, dass ich das hinbekomme. Aber es ist so eine hochwertige Ware, dass ich die eigentlich nicht wegwerfen wollte. Und wenn ich das jetzt rumdrehe, kriegt keinen Schreck. Da seht ihr, was ich da alles gepuzzelt habe, um das so zusammenzubekommen für dieses Teil, was ich nähen möchte. Aber das macht nichts, ich werde später meine ganzen Härchen von rechts rausziehen und dann sieht man das überhaupt nicht mehr. Also erst zusammengepuzzelt, dann zugeschnitten. Nicht vergessen, jetzt müsst ihr bei beiden Teilen, also ihr schneidet ein Paar zu, logisch, diesen Abnäher anzeichnen, wie lang ihr den gemacht habt. Und da habt ihr natürlich auch eure beiden Knipse, die ich da angezeichnet habe. Das gleiche natürlich bei dieser Seite. Da braucht ihr genauso den Abnäher hier und da ist mein Punkt. Des Weiteren habe ich mir jetzt schon auf meine Höhe von 31 cm die Tasche angezeichnet, die ich reinmachen möchte. Ich werde sie 16 cm lang machen für den Eingriff und wie gesagt von der Schnittkante gerechnet auf 31 cm Höhe für beide Teile. Und dann braucht ihr passend dazu für jede Tasche einen Taschenbeutel. Den könnt ihr auf 30 schneiden, das heißt, ihr braucht 60 insgesamt auf der Länge. Ihr könnt noch etwas länger schneiden, aber auf keinen Fall, dass er unten in den Saum reinkommt. Und auch hier seht ihr, ich bin von der Kante weggeblieben, weil ich möchte nicht, dass das breiter ist als das eigentliche Teil, nachdem es verstürzt ist. Dieses Teil habe ich jetzt, weil ich so wenig Reste hatte, aus warmem Taschenbeutelfutter gemacht und diesem Teil in der Mitte. Ihr könnt es aber auch komplett, wenn ihr genug Webpelz habt, aus dem kompletten Webpelz machen. Umso weicher und wärmer ist die Tasche, wenn ihr da reingreift. Wichtig ist aber, so wie wir die Tasche verarbeiten werden, dass dieses Webteil wirklich in der Mitte sein muss. Also das muss euer Oberstoff sein, auf alle Fälle auf eine ganze Breite von mindestens 10-15 cm, sage ich mal. Aber wenn ihr genug habt, schneidet es komplett, es wird super, kann ich euch wirklich versprechen. Also zwei Vorderteile im Paar geschnitten, zwei Taschenbeutel in dieser Größe. Für die andere Seite habe ich ein Amaretta gewählt. Wunderschönes, hochwertiges Amaretta. Auch wieder müsst ihr das zuschneiden als Paar. Ich habe jetzt hier rechts innen liegen. Seht ihr, das ist mein seidiges, wunderschönes Amaretta. Hier habe ich bereits meine Abnäher, die Länge eingezeichnet, übertragen. Hier von diesem auch klar. Hier sind die Knipse dazu. Und auch hier will ich Taschen reinarbeiten. Aber diese werde ich ungefähr 10 cm höher setzen wie die von dem Webpelz, weil ich nicht möchte, dass alle Taschenbeutel innen so komplett aufeinander liegen. Das finde ich, würde ich denken, das wird ein bisschen zu dick. Und auch hier
werde ich noch eine andere Veränderung machen. Dadurch, dass mein Webpelz, ja die Haare hier immer so ein bisschen schwarz rausschauen werden. Ich habe das auch bewusst, das muss ich auch noch sagen, mein Webpelz habe ich bewusst ungefähr 5 Millimeter an beiden Seiten mehr geschnitten. Nicht in der Länge und nicht bei der hinteren Mitte, sondern wirklich nur an den Seiten hier, weil dann rollt er so ein bisschen da drauf. Und deshalb habe ich auch die schwarzen Reißverschlüsse gewählt dafür, denn hier möchte ich diese Reißverschlusstasche reinmachen. Und auch da, wie wir die verarbeiten werden, braucht ihr nur einen großen, langen Taschenbeutel. Der sollte größer sein wie euer Reißverschluss, damit wir den auch gut schließen können, den Taschenbeutel. Und die Länge, wie ihr den haben wollt, könnt ihr wählen. Zieht nur ganz einfach von oben so 2-3 cm ab und das wäre jetzt die Taschenlänge, die ich da vorbereitet habe. Angezeichnet ist es auch schon auf links bei beiden Seiten. Und zusätzlich habe ich noch eine Schablone gearbeitet. Die ist ganz, ganz wichtig. Ihr wisst, ich liebe Schablonen. Die könnt ihr folgendermaßen machen und ganz einfach machen. Ihr entscheidet euch, wie lange ist mein Reißverschluss. In dem Fall mache ich den beidseitig ca. 3-4 mm länger, diesen Eingriff hier, wie der eigentliche Reißverschluss ist, sonst kommen wir schlecht mit dem Füßchen drumherum. Dann schaue ich, wie breit möchte ich den haben, wie möchte ich den noch einnähen. Das müsst ihr dann selber überlegen, wie ihr das haben möchtet. Dann zeichnet ihr euch ein komplettes Rechteck auf und nachdem ihr das Rechteck aufgezeichnet habt, macht ihr eine Verjüngung hier nach innen rein. Das sind nur so beidseitig ungefähr 2 mm, die das zur Mitte hin verjüngt, nicht in den Ecken, nur hier in der Mitte. Weil dadurch zieht uns der Reißverschluss den Stoff dann hier nicht rein und nicht zusammen. Das wird nachher zum Vornähen für diese Tasche mit dem Reißverschluss unsere Schablone sein. Ja, damit habe ich eigentlich alles erklärt und wir können anfangen zu nähen. Mit dieser Tasche in einen Webpelz einzuarbeiten, zeige ich euch eine der einfachsten Taschenverarbeitungen überhaupt. Ihr zeichnet eure Tasche in der Länge an die Stelle, wo ihr sie haben möchtet. Den Taschenbeutel, den ihr aus komplett dem gleichen Material, dem Obermaterial machen könnt oder Taschenbeutel angeschnitten, das ist jetzt egal. Macht ihr in der Länge auch, wie ihr wollt. Das heißt, Länge, die Hälfte genommen, das wäre eure komplette Länge von dem Taschenbeutel dann zum Eingriff. Und zeichnet auch die Breite dieser Tasche an. Also bei beiden Teilen angezeichnet. Jetzt legt ihr die einfach mal aufeinander. Ungefähr da, wo es ist. Und nehmt jetzt zwei Stecknadeln oder irgendwas anderes. Und verbindet erstmal diese beiden angezeichneten Punkte miteinander auf beiden Seiten. So, jetzt habe ich die verbunden und jetzt nehme ich, normal würde ich das nicht tun, aber ich zeige euch das so, weil bei einer Pelzverarbeitung das sehr, sehr oft der Fall ist, dass das alles schieben will. Und jetzt nähe ich einfach einmal ganz grob, mit ganz groben Stichen, diese Mitte zusammen. Ich habe auch genau von dem Taschenbeutel das Haar genau in der Mitte von der Länge angezeichnet. So, ich mache mir schon mal die Nadel raus, weil ich mir nicht die Hände aufreißen möchte. Das können noch größere Stiche sein oder ihr könnt es auch einfach nur stecken, wenn ihr das wünscht. Aber hier so, ihr seht ja, ich hatte mir das so mittig angezeichnet gehabt. So, da ist ungefähr mein Ende. Da mache ich nochmal so einen Stich so rüber. Nur damit er mir nicht rausrutscht. Jetzt ziehe ich auch meine Nadel raus. Und lasse mir da ein Stück hängen. Nicht, damit der mir, wie gesagt, rausrutscht, der Faden. Und jetzt nehme ich das unter die Maschine und nähe genau in dieser Länge, wie mein erster und hier letzter Stich bzw. Punkt ist, nähe ich den Taschenbeutel an. Beziehungsweise den Tascheneingriff nähe ich damit vor.
Und zwar fange ich knappe Füßchenbreite, egal auf welcher Seite, denn wir haben, ihr seht das hier, wir haben es ja wirklich genau aufeinander gelegt, die beiden Seiten. Ohne vor- und zurücknähen, das ist jetzt egal. Nähe ich das jetzt 3-4 mm von meiner Mitte entfernt hier an. Hier ziehe ich jetzt sogar den Faden raus, weil ich möchte den nicht festnehmen. Und genau wo mein Punkt ist, drehe ich jetzt, die Nadel müsst ihr drin stecken haben, das kann ich jetzt schon mal hier rausziehen und mache so zwei kleine Stiche, damit ich vielleicht so einen maximalen halben Zentimeter, besser wäre 4 mm ungefähr, zwischen diesen beiden Nähten hier habe. Und jetzt, das ist ja schon alles gehalten, ziehe ich mir schon wieder den nächsten Faden raus, aber dadurch verschiebt sich nichts, weil Webpelze, die haben ja immer irgendeinen Strich, ähnlich wie bei Samt, und die wollen gerne gegeneinander schieben. Und da kann man manchmal irgendwo landen, wo man absolut nicht hin wollte. So, meinen Punkt sehe ich, meinen Faden ziehe ich raus. Und hier muss ich genau das Gleiche machen. Ich muss jetzt so hier ankommen, dass ich auch hier nur so 4 mm ungefähr rübergehen werde. Mit ganz, ganz kleinen Stichen. Und jetzt nähe ich hier nochmal einfach über die Naht, weil ich, wie ihr vielleicht gesehen habt, ja gar nicht vorn zurückgenäht hatte. So, das ist eigentlich schon die ganze Arbeit dieser Tasche. Jetzt ist es egal, wo ihr es am besten seht oder von welcher Seite ihr das machen wollt, müsst ihr das einschneiden. Fangt an, wo ihr wollt, aber passt auf, dass ihr euren Faden nicht kaputt schneidet. Langsam, ich habe jetzt auch erst nur einen Stoff hier drin. Und so ein ganz kleines bisschen die Ecke mit anschneiden. Jetzt mache ich wahrscheinlich von der anderen Seite, weil das sehr, sehr dick ist, mein Stoff hier, mein Webpelz. Auch hier, ich gehe genau zwischen meine beiden Nähte dazwischen. Nehmt euch da Zeit dazu. Ich weiß, das kommt euch jetzt vielleicht sehr, sehr knapp vor, aber das ist okay. Das reicht voll und ganz aus, weil das ja alles so dick gewebt ist da. Da braucht ihr keine Bedenken zu haben, dass da irgendwas aufgeht. Auch hier so ein bisschen in die Ecke reinknipsen. Jetzt drehe ich das Ganze rum und mache genau das Gleiche auf dieser Seite. Ich hätte vielleicht einen Kontrast nehmen sollen, dann hättet ihr das besser gesehen und ich auch natürlich. Aber es soll ja auch ordentlich werden und ordentlich sein. Deshalb, dann nehme ich mir ruhig Zeit. Und auch hier mache ich so einen ganz kleinen Tupp in die Ecken rein. Ihr seht, ich halte mir das immer unter der Maschine fest, weil dann kann ich hier das besser halten. Sonst rutscht mir das alles so weg. Hier wird es ein bisschen dicker, nochmal dicker, weil ich ja da meine angestückelten Teile hatte. Da muss man ordentlich zudrücken, die Schere. Okay, das war das Schlimmste, was ihr bei dieser Taschenverarbeitung machen müsst. Überprüft nochmal, dass ihr nirgendwo aus Versehen die Naht eingeschnitten habt und dann kann es jetzt schon weitergehen. Jetzt nehmt ihr eure beiden Taschenbeutel, es sieht ja jetzt aus, als wären es zwei, obwohl es nur einer ist, und schiebt die einfach auf die linke Seite durch. Und eigentlich ist eure Tasche jetzt schon fertig, ob ihr das glaubt oder nicht. So sieht es aus. Und was das Schöne ist dann, wenn ihr hier Nähte habt, das sind jetzt hier keine Nähte drin, wenn ihr das anders verarbeitet hättet. Ja, hier die Härchen müssen wir noch gut rausziehen. Jetzt schlage ich das einfach nach oben. Ihr müsst natürlich sehen, was ist oben und unten, denn die Tasche könntet ihr praktisch auch nach oben legen. Aber das machen wir natürlich nicht bei dem Teil. Jetzt lege ich das gut hier hin. Schaue auf diese Seite und schließe jetzt einfach meinen Taschenbeutel, diese drei Seiten. Und da ist die Tasche schon fertig. Also wie gesagt, es ist für Wolle zum Beispiel kann man das auch verwenden. Es ist für Webpelz sowieso ist es eine der schönsten Taschen zu der Verarbeitung. Jetzt könnt ihr noch an die Overlock gehen und könnt das Ganze noch
abkändeln, wenn ihr möchtet. Und damit ist diese erste Tasche komplett fertig und wunderbar verarbeitet. Wenn ihr die Haare hier schön rauszieht, sieht man das überhaupt nicht. Die zweite Tasche habe ich jetzt auch schon schnell gemacht. Und jetzt müssen wir die kleinen Abnäher, die Schulterabnäher nähen. Den Punkt habt ihr euch gesetzt, die Knipse habt ihr drin. Und jetzt dürft ihr nicht überrascht sein, wenn das hier oben so ein bisschen wegläuft. Das hat was mit der Schräge zu tun und da werden wir nachher beischneiden oder wie auch immer. Aber da dürft ihr euch nicht dran stoßen, dass das hier nicht zusammenkommt. Man kann, und das macht man in der Industrie, hier eine extra Ecke anzeichnen, dann stimmt das wieder. Aber wenn ich euch das jetzt gezeigt hätte, das wäre vielleicht von der Erklärung her ein bisschen zu viel geworden. Deshalb keinen Schreck kriegen, wenn das so einen knappen Zentimeter hier zurückspringt, wenn ihr auf diesen Punkt kommen wollt. Deshalb braucht ihr auch nur da anzufangen zu nähen. Und ihr kennt meinen Trick. Was mache ich, um da gut hinzukommen, damit das mir nicht alles rübergeschoben wird? Ich nehme irgendeine Schablone, die ich rumliegen habe, und nähe meinen Abnäher. Schön aus, ich lasse ihn auch ein bisschen weiterlaufen. Dann ist er hier verriegelt und damit ist der erste Abnäher gemacht. Das gleiche machen wir ganz schnell hier an dieser Seite. Da ist mein Punkt so ein bisschen versteckt. Aber ich gehe auch wieder auf meine Knipse, schaue nach meinem Punkt hier. Durch meine Patchwork-Arbeit, die ich da gemacht habe, ist das ein bisschen schwieriger noch. Hier jetzt, weil ich wieder hier anfange, weil ich immer an der Spitze aufhöre, immer da anfangen und an der Spitze aufhören bei Abnähern, ganz, ganz wichtig. Hier muss ich mir mal ein bisschen Luft machen, damit ich den Punkt sehe überhaupt. Jetzt springt das natürlich unten drunter zurück. Vorhin war es oben drüber zurückgesprungen. Das ist dann auch korrekt und ist richtig. Dürft ihr euch jetzt nichts dabei denken. Auch hier fange ich erstmal an, ein kleines Stück zu nähen. Jetzt nehme ich meine Schablone, schaue nach meinem Punkt, den ich da habe. Es ist ein bisschen dick hier, das muss ich ein bisschen drunter würgen. Und nähe meinen Abnäher aus. Und jetzt kommen wir schon dazu, einfach diese hintere Mitte zu schließen. Wir legen rechts auf rechts. 1 cm Nahtzugabe habe ich ja ganz zu Beginn schon erwähnt, dass wir die haben. Aber auch hier nähe ich erstmal nur ein kleines Stückchen. Hier habe ich keine Knipse mehr reingemacht. Aber ich will auch nicht, dass ich irgendwas hier überstehen habe. Denn vom Zuschnitt her habe ich alles gleich geschnitten. Also darf rein theoretisch vom Nähen her auch nichts überstehen. Und wenn ich nur die geringste Vermutung habe, dass es mir schiebt, dann nehme ich meine Schablone. Im Moment sah das zwar alles gut aus, aber ich möchte euch da immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig das ist, dass wir gleichmäßig und sauber arbeiten. Es ist zwar gewöhnungsbedürftig, wenn ihr noch nie mit Schablone gearbeitet habt, aber es ist es wirklich wert. So, damit haben wir das erste Teil schon komplett zusammengenäht mit den Taschen. Also müssen wir weitermachen, erstmal mit unserer anderen Seite. Ich lege das alles zur Seite und fädel gerade die Maschine um. So, wie ich euch vorhin schon gesagt habe, habe ich ja auf der linken Seite von meinem Amaretta-Teil die Punkte für die Länge und die Höhe für meinen Reißverschlusstasche schon gemacht gehabt. Jetzt habe ich auf dieser Seite den Taschenbeutel nach unten angelegt, so dass ich nach oben und zu den Seiten hin ungefähr 2 cm überall übrig stehen habe. Das drehe ich mir jetzt rum, lege mir das unter die Maschine, achte darauf, dass mir das nicht verrutscht. Auch da könntet ihr jetzt natürlich Fäden durchziehen, genau wie ich es eben bei dem Pelzteil gezeigt habe. Aber ich mache das jetzt einfach so. Jetzt ziehe ich vorsichtig meine Nadel raus, ohne dass mir das unten drunter verschiebt.
ziehe mir das mal ungefähr unter die Maschine jetzt. Jetzt nehme ich meine Schablone und lege die mir genau auf meine Punkte drauf. Diesen ziehe ich jetzt auch raus, diese Nadel, die Stecknadel. Und jetzt seht ihr, habe ich genau meinen ersten und letzten Punkt hier am Ende liegen und habe meine Öffnung, die ich jetzt nähen möchte, genau hier drunter. Wo ihr jetzt anfangt, ist ziemlich egal. Und ihr näht ganz genau entlang eurer Schablone. Und jetzt genau bis in die Ecke rein. Jetzt dreht ihr das Ganze vorsichtig rum. Achtet darauf, dass ihr hier mit dem Stich noch gleich liegt mit der Schablone. Geht da um die Ecke rum. Ihr könnt auch hier, wenn ihr möchtet, erstmal ein bisschen Schmirgelpapier drunter heften. Dann bleibt das besser liegen wie jetzt hier. Den Faden schneide ich gerade mal ab. Der stört mich. Okay. Und auch hier muss ich wieder hinziehen, dass ich genau mit meiner Naht gleich bin. Und nähe wieder an der Schablone genau entlang. Bis in meine Ecke da rein. Da mache ich so halbe Stichelchen manchmal. Ziehe mir das wieder rum. Leg die Schablone in Position, falls sie mir verrutscht ist. Nähe in die nächste Ecke. Und wieder lege ich die Schablone. Das wäre mit Schmirgelpapier jetzt nicht passiert. Und nähe noch mal ein paar Stiche über meine erste Naht drüber. Und ich hoffe, ihr könnt das auch so schon sehen, dass das jetzt wirklich da schmal in der Mitte zusammenläuft. Und auf dieser Seite sollte das genauso aussehen. Ist ein bisschen verrutscht, aber das macht nichts. Ich habe genug hier, das ist absolut überhaupt kein Problem. Jetzt schneide ich diesen Tascheneingriff ein. Da versuchen wir, ich nehme eine andere Schere. Da kann ich gleich beide auf einmal schneiden. Und auch hier wieder genau schön bis in die Ecke schneiden. Wenn es euch zu dick ist vom Material, dann nehmt nur eine, wie ich das vorhin beim Pelz gemacht habe, und schneide dann die andere auch ein. Hier unten drunter alles schön weglegen und wirklich nur die Lochöffnung schneiden. Boah, ist das schwer. Jetzt steppe ich einmal auf dem Taschenbeutel hier dagegen und das gleiche mache ich da. Und zwar ohne vorn zurücknähen, einfach da, wo mein erster bzw. letzter Stich ist, steppe ich hier einmal dagegen. Die Naht liegt zum Taschenbeutel hin, nämlich da, wo ich steppe. Naht schön ausribbeln, das sollte nicht überrollen. Das wäre jetzt nichts in der Sache. Ich drehe das Teil rum. Mache das gleiche, hier seht ihr schon, dann wird das nämlich so gehalten. Jetzt fange ich hier an. Das rutscht nicht sehr an der Maschine, das Amaretta, das haftet sehr gut. Hier schaue ich, wo mein letzter Stich ist und nähe auf keinen Fall weiter wie den letzten Stich. Jetzt könnt ihr ans Bügeleisen gehen, wenn ihr wollt. Zieht aber erst diesen Stoff auf diese Seite rum. Und jetzt habt ihr schon eure Taschenöffnung hier. Das seht ihr. Jetzt nehme ich meinen Reißverschluss, den ich da reinarbeiten möchte. Und nehme mir zuerst mal das Ende, beziehungsweise da, wo der Reißverschluss beginnt zum Öffnen, das nähe ich mir erstmal gut so zusammen. Das ist wichtig, weil es ist schöner zur Weiterverarbeitung. Jetzt schaue ich nach oben. Wo ist vorne? Wo ist hinten? Nämlich die große Rundung ist ja hinten in dem Fall. Mein Halsring hier, das ist vorne. Das heißt, so möchte ich den reinbringen. Man schließt eigentlich den Reißverschluss immer zur vorderen Mitte hin. Und das ist meine vordere Mitte. So, wenn ihr es euch bügelt, dann ist das ganz, ganz einfach, was ich hier mache. Aber ich zeige euch das so, sonst dauert das dem John zu lang, wenn der mich hier die ganze Zeit filmen muss.
So, dann könnt ihr erstmal grob schauen, wie das mit eurer Öffnung ist. Nämlich, dass ihr rechts und links an beiden Seiten ungefähr die gleiche Menge überstehen habt, um mit dem Füßchen vorbeizukommen. Das ist jetzt ganz wichtig. Das schneide ich mal ab, weil das wird mir nachher auch sonst rausgucken. Da. Und ihr müsst natürlich sehen, dass ihr den nicht einseitig irgendwie reinbringt, sondern wirklich mittig da jetzt draufsetzt. Wie gesagt, bügelt euch das, dann geht das ganz, ganz toll einnehmen. Kann ich euch versprechen. So, und da fange ich auf dieser kurzen Seite an, auch ohne vorn zurückzunähen, weil ich später lieber da nochmal drüber nähen möchte. Jetzt lege ich mir das, und dadurch, dass ich dagegen gesteppt habe, seht ihr das, bleibt das schon so schön so liegen. Auch wenn ihr ans Bügeleisen geht, dann ist das ganz einfach zu bügeln. Ich mache mal einen etwas größeren Stich drauf. Bei dem Amaretta ist das schöner. Und jetzt seht ihr, so wie ich die Schablone vorbereitet habe, fahre ich gerade mit dem Füßchen an meinem Reißverschluss entlang. Das ist eigentlich wie ein Lineal und ist dadurch auch sehr, sehr einfach, überhaupt kein Schwierigkeitsgrad. Jetzt mache ich den Reißverschluss schon mal auf, weil da könnte ich nicht dran vorbeinähen, das haut nicht hin. Das ist auch noch so ein Stupsen vom Anfang vom Nähen, mache ich gleich ab. Und auch hier seht ihr, jetzt am Ende habe ich dann die gleiche Menge überstehen, hier diese Distanz, um da sehr, sehr gut mit dem Füßchen vorbeizukommen. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn man das Füßchen wegdrücken will. So, dadurch, dass ich den Reißverschluss da zusammengenäht habe, kann ich mir hier mein Läppchen, was ich unten drunter habe, schön zurechtziehen. Nee, jetzt da hoch und darauf achten, dass ihr das nicht verzieht, dass ihr hier einen rechten Winkel habt bei den Taschen. Und auch hier lege ich mir das genau in der Breite hin, dass mein Füßchen da vorbei kann. Und sobald ich sehe, dass ich weit genug genäht habe, schließe ich den Reißverschluss wieder und schaue schon zu meinem Ende hier hin, lege mir den so hin. Hier ist auch noch vom Anfang wieder der Anfangsfaden. Ja, den verlieren wir nachher irgendwo im Gedränge. So, und jetzt nähe ich vielleicht auch nochmal einen Stich vorn zurück. Und damit ist mein erster Reißverschluss drin. So, und jetzt drehe ich das Teil rum. Nehme einfach den Taschenbeutel nach oben. Gehe jetzt knapp an der Kante entlang, so knapp wie möglich, und hier aufpassen, dass er den nicht verzieht, dass er ihn wirklich kantengleich, so wie ihr ihn geschnitten habt, hinlegt. Und nähe wirklich ganz genau in dieser Kante entlang, die ich da habe. Je näher ihr daran könnt, umso besser ist das für den Tascheneingriff da. Und hier drehe ich ganz einfach rum und schließe diese Seite. Hier muss ich nicht schließen, denn da habe ich ja jetzt den Bruch durch das Hochschlagen. Jetzt mache ich das gleiche auf dieser Seite. Und meine Tasche ist fertig. Warum ich auch nicht nur, ich habe diesen schwarzen Reißverschlusstasche nicht nur aus dem Grunde gewählt, wegen des Kontrastes, sondern auch, weil oftmals will man vielleicht mal kurz was erledigen, will aber nicht die Handtasche mitnehmen, was ja heute auch so eine Sache ist mit Handtaschen. Hier habe ich eine Tasche, die kann ich zumachen. Da kann ich auch mal einen Geldschein reintun und den klaut mir nicht jemand so leicht aus der Tasche heraus. So, jetzt mache ich noch die andere Tasche und dann geht's weiter. Die zweite Reißverschlusstasche habe ich jetzt schon reingemacht zwischenzeitlich und auch hier müssen wir jetzt zuallererst unsere Abnäher nähen. Wir nehmen den letzten Punkt. Jetzt wollte ich gerade schon in Englisch sagen, wir taken den letzten Punkt. Und auch hier könnt ihr jetzt sehen, wie das verschoben ist. Aber fangt bitte nicht da an. Fangt immer an dem Ende an und endet da, wo euer Punkt ist. Wenn ihr glaubt, das Material schiebt, dann nehmt ihr euch eure Schablone bei, geht auf den letzten Punkt und lasst das noch so ein bisschen rauslaufen. Das ist der erste Abnäher.
Gleiche machen wir mit dem. Da hatte ich einen falsch angezeichnet gehabt. Hier seht ihr wieder, der zurückspringt. Und hier ist mein Originalpunkt. Also fange ich da an. Und nähe mir einfach ein Stückchen raus. Und jetzt kommen wir dazu, die hintere Mitte zu schließen. Spätestens dann merkt ihr, ob ihr auch wirklich ein Paar zugeschnitten habt. Das wäre jetzt sehr peinlich gewesen. Stellt euch das vor. So, 1 cm Naht, habe ich gesagt, habe ich überall zugegeben. Schaut auf die Länge, auf die komplette Länge. Schließt diesen Zentimeter komplett. Und bei dem mache ich jetzt noch Folgendes, weil ich möchte wirklich, dass mir die Naht wunderschön liegen bleibt. Kommt ja auch aufs Material drauf an. Beim anderen Material wird es vielleicht nach dem Bügeln gut liegen bleiben. Bei dem Amaretta ist das immer schöner, wenn das beidseitig abgesteppt wird. Da mache ich einen schönen großen Stich drauf. Das wird auch gar nicht so dann ins Auge fallen. Aber die Naht ist dann schön flach. Zeit, weil das Licht, das schimmert so ein bisschen komisch, das sieht man kaum, wo man lang näht. Auch hier nochmal drunter greifen. Wie gesagt, die Naht ist auseinandergelegt und beidseitig einen Millimeter abgesteppt. Und das sieht auch edel aus. So sieht dann die Naht aus. Solltet ihr einen dicken Teddy oder ein Webpelz haben, wie ich hier, könnt ihr bei dieser Schulternaht, die wir gemacht haben, den Abnäher, den Schulterabnäher, den könntet ihr oder solltet ihr nochmal in der Mitte aufschneiden, um die dann flachlegen zu können. Sonst wird das ein bisschen dick. Das gleiche hier auf der anderen Seite, wo ich sowieso meine Patchwork-Naht da noch habe. Das ist nochmal so ein zusätzliches Ding. Das wäre also viel zu dick und viel zu weit. Also einfach in der Mitte so ein Stückchen aufgeschnitten und dann legt sich das viel, viel schöner hin. Und auch die Naht von meiner Patchwork-Naht ist hier ein bisschen viel. Das schneide ich auch noch gerade ab. Das muss nicht drin sein. Das können wir uns sparen. So, jetzt, wie gesagt, oder auch noch nicht, weiß ich jetzt gar nicht mehr, nähen wir zuerst die vordere Kante zusammen. Das ist die Kante, wo wir hier den Halsring haben. Und die fangen wir unten an. Auf welchem Teil ihr jetzt nähen möchtet, ist komplett euch überlassen. Das müsst ihr dann selber mal sehen, was für euch schöner vom Gefühl her ist. Oder ihr haltet es erstmal an und guckt euch das genau an. Ich nähe jetzt meinen Amaretta nach unten. Nähe auf dem Webpelz. Nähe erstmal nur so ein kleines Stückchen, um sofort nach meinem ersten Knips zu schauen. Hier habe ich den Knips, das hatte ich nur angezeichnet gehabt, weil ich wegen dem Fell, was dann so rumfliegt, da nicht einschneiden wollte. 1 cm nach. Und jetzt arbeite ich bei mir von Knips zu Knips. Hier könnt ihr das wunderschön sehen, wie das aufeinander passt. Und wenn ich bei dem ersten Knips angelangt bin, schaue ich sofort nach dem zweiten, weil ich möchte, dass der ja auch passt. Und das sieht im Moment sehr gut aus. Das gefällt mir ja schon wieder. Wenn so alles passt, dann macht das Nähen so viel Spaß. Das ist unglaublich. Wenn es nicht passt, wenn man einen schlechten Schnitt hat, dann kann man das knicken. Dann schmeiße ich das gleich in die Ecke. So, und jetzt ist mein nächster Anhaltspunkt entweder mein Schulterabnäher beziehungsweise meine hintere Mitte. In dem Fall gehe ich direkt auf die hintere Mitte, weil durch den dicken Fell, das Pelz, verschiebt sich das hier vielleicht auch so ein kleines bisschen. Das Einzige, wo ihr jetzt drauf achten müsstet, weil das ja so zurückgesprungen war, dass ihr eventuell da ein bisschen eine breitere Naht machen müsst an dieser Stelle. Aber hier machen wir ganz normal mit unserem Zentimeter weiter. Jetzt sind wir schon in der hinteren Mitte am Halsring.
Hier gucke ich nochmal, ob ich noch was rausschneiden will. Nee, das ist okay so. Und schaue hier schon gleich nach meinem nächsten Knips, weil von dem bin ich ja drüben auch ausgegangen. Und der passt super. Also lege ich das einfach locker aufeinander. Guck drauf, dass ich diese zurückgesprungenen Teile von dem Abnäher auch wirklich greife. Diese Nähte von meiner Patchwork-Arbeit lege ich mir auseinander. Hier bin ich wieder genau bei meinen angezeichneten Markierungen. Also es liegt wirklich an eurem Zuschnitt, wie gut ihr arbeitet, ob das alles gut hinkommt. Und hier geht's weiter. Auch hier bin ich wieder genau drauf. Schauen mein Ende. Und damit haben wir die vordere Kante jetzt schon verstärkt. Jetzt könnt ihr je nach eurem Material, wenn es sehr, sehr steif ist, könnt ihr gerne hier ein bisschen einknipsen. Also beim Amaretta werde ich nicht einknipsen, aber das Fell, weil das Amaretta sowieso nachgibt. Aber den Fellteil hier, den schneide ich mal mit so ein paar Knipsen ein, sonst kann es sein, mir zieht das nachher, das möchte ich nicht. So, jetzt möchte ich hier auch einmal, wie ich das oben in der hinteren Mitte bei dem Amaretta gemacht habe, einmal mit einem großen Stich gegensteppen. Weil dadurch wird mir nachher auch das Fell wunderschön rumrollen und das Teil liegt anders da. Taschenbeutel gut wegschieben, dass die nicht aus Versehen festgenäht werden. Es ist so ein 1 bis 2 mm breiter Stich, den ich da nähe. Immer wieder greife ich drunter, um mir die Naht zu dem Amaretta hinzulegen. Komplett die Naht inklusive des Webfelses. Ist die Spule noch voll? Ja, da muss man auch manchmal danach gucken. Ach, auf was wir alles gucken müssen, die Nägerin, ne? Eieieiei. Gar nicht so easy. Oder wir Näher. Es sind ja auch genug Männer, die ganz tolle Näharbeiten machen. Bewundere ich dann immer, denke ich immer, Johnny, das hättest du auch mal machen können. So ordentlich an die Nähmaschine ran. Hier sind wir schon bei unserem zweiten Schulterabnäher. Und den Schließen bis unten hinzu. Geduld, wir sind gleich unten. Ja, ich muss es immer wieder sagen, ich mache das ja gerne in Echtzeit alles. Wenn euch das zu langweilig ist, das komplett anzuschauen, dann spult bitte vor oder schaltet auf schneller durchlaufen lassen, dann klingt meine Stimme zwar etwas anders, aber macht ja auch nichts, dann könnt ihr ja auch ausschalten, geht ja auch, gell? So, da haben wir jetzt gegengesteppt und da seht ihr schon, was ich meine mit dem Rumrollen. Hier und mit dem Reißverschluss. Das soll dann so eine Einheit ergeben. Ja? Aber wir sind noch nicht fertig. Also kommen wir an die andere Seite ran. Und die schließen wir jetzt nicht gleich komplett von unten, sondern wir fangen ungefähr, also das könnt ihr euch selber aus überlegen und ausmalen, aber ungefähr da, wo die Breite anfängt. Also hier unten ist ja fast eine Breite. Das lasst ihr bitte auf. Fangt hier irgendwo bei eurem Knips, den ihr euch gemacht habt. Ich würde sagen, das ist ungefähr auf 50 cm von unten gemessen. Fangt ihr an, das zusammenzunähen. Natürlich Knips auf Knips legen oder Markierung auf Markierung. Aufpassen, dass das nicht wegrutscht. Da fange ich jetzt mal irgendwo an. Und warum, das seht ihr jetzt auch gleich. Nehme ein kleines Stück und schaue nach meiner nächsten Markierung schon, ob die stimmt. Und wieder 1 cm. Nehmen wir das Ganze zusammen. Auch hier schaue ich nach meiner nächsten Markierung wieder. Wie gesagt, macht euch, wenn ihr den Schnitt macht, macht euch ruhig so viele ihr wollt, auch alle, was weiß ich, 10, 15 cm einen Knips. Umso leichter habt ihr das bei dem Zusammennähen dann. Hier kommt unsere hintere Mitte.
Die passt auch genau, bei den Hindernmeter braucht man ja nichts markieren. Das ist ja eine Markierung quasi, kann man sagen. Und auch hier, wo ist mein nächster Knips? Da und da. Bis dahin nee. Und schau nach meinem nächsten. Der ist da und da. Passt alles wunderbar. Gott, wer hat das zugeschnitten? Das muss ein guter Zuschneider gewesen sein. So. Und jetzt seht ihr schon, das ist ungefähr meine 50 cm von unten, wo ich drüben angefangen habe. Noch hier, dann nehme ich nur so ein Stückchen drüber. Weil jetzt möchte ich genau, was ich hier gemacht habe, nämlich hier auf dem hellen Teil einmal gegensteppen. Und das geht natürlich nur ein gewisses Stück hinein. Wenn ich von unten angefangen hätte, würde ich mit der Maschine gar nicht reinkommen. Aber so kann ich das jetzt wenigstens so hoch wie möglich reingehen und fangt nicht direkt da an, wo euer erster oder letzter Stich ist, weil dann könnt ihr ja nicht weiternähen dann. Ihr müsst so 2-3 cm höher anfangen mit dem Dagegensteppen. Und das ist jetzt natürlich so ein bisschen eine Bimmelarbeit. Da nehmt ihr euch bitte Zeit. Immer schön die Naht auseinanderziehen. Naht muss zu dem Amaretta in dem Fall liegen. Also Naht sollte, wenn ihr zwei verschiedene Dicken an Stoffen habt, dann steppt auf alle Fälle auf dem dünneren Teil, damit der dicke Stoff zum dünneren hingeht. Und wir machen weiter. Das wird jetzt immer enger. Das ist auch manchmal so, wenn man Hosenbeine übersteppt, da ist das eine ähnliche Sache. Da muss man sich einfach reindiemeln. Es wird immer enger, immer enger, immer enger. Aber das ist so. Anders geht das nicht. Es sei denn, ihr hättet erst nur ein Stück zugenäht und die obere Mitte, also hintere Mitte zum Beispiel, gesteppt. Das könnt ihr natürlich auch machen. Und dann das nächste Stück zu und nochmal ein Stückchen reingesteppt. Dann wird das leichter. Ich zeige es euch jetzt hier. Und ihr seht, hier komme ich zu meiner hinteren Mitte. Und wenn ich bis dahin das schaffe, dann ist das super. Oder vielleicht noch ein kleines Stückchen weiter. Ich hoffe, ihr seht die hintere Mitte hier. So, jetzt höre ich einfach hier auf. Ziehe mir das vorsichtig raus. Und mache jetzt das gleiche auf der anderen Seite. Das ist zwar, wenn ihr es gewöhnt seid, immer auf der gleichen Seite zu steppen, auch erstmal gewöhnungsbedürftig, aber es geht. Denn vorhin hatte ich ja das Amaretta links liegen, jetzt habe ich es rechts liegen, weil ich ja hier drauf steppen muss, um da jetzt hochzukommen. Und auch hier fange ich nicht am letzten Stich an, ich fange so 2-3 cm da drüber an. Und jetzt habe ich die gleiche Diemelarbeit zu machen, wie eben bei der ersten Hälfte. Stück für Stück arbeite ich mich jetzt zur hinteren Mitte rauf. Aber wie gesagt, falls ihr das eben nicht verstanden habt, wie ich das gemeint habe, wenn ihr mehr nach unten hin erst auflasst und das gegensteppt und dann das nächste Stück schließt, dann habt ihr es nicht ganz so eng, wie ich das jetzt hier habe. Könnt ihr gerne machen. Oder ihr wollt es vielleicht gar nicht übersteppen. Das geht natürlich auch. Aber es fällt besser. Es fällt wesentlich besser. Es liegt anders um den Hals drin und auf der Schulter. Es sieht einfach fertiger aus, sage ich mal. Es ist so, wie es auch wirklich... Ja, Näherinnen in der Industrie, die haben es auch nicht immer leicht. Die müssen schon ab und zu mal Arbeiten machen, wo am Abend die Arme fast abfallen, wo man denkt, oh, das war wieder ein Tag heute. So, ich denke, ich bin gleich oben. Ja, schaut, da bin ich schon. Da ist meine hintere Mitte. Jo, yippie. Und schön rausziehen das Ganze. So. Jetzt haben wir es bald geschafft, Leute. Jetzt ist es ziemlich egal, welche Seite ihr zuerst nehmt. Auf alle Fälle fangt ihr jetzt unten an, an dem Saum. Legt diese Naht so um, wie ihr sie festgesteppt habt.
und nähe das Teil unten einen Zentimeter zusammen. Da habe ich jetzt keinen Knips. Das ist ja auch so ein kurzes Stückchen da. Diese 22 cm, dann nähen wir einfach einmal schräg rüber, drehen hier rum, schauen gleich auf Gesamtlänge oder auf den nächsten Knips, den ihr gemacht habt, und schließt diese Seite jetzt komplett zur der Naht hin, die wir gerade gemacht haben. Auch hier sehen wir wieder die Knipse, die ich gemacht habe. Da muss ich hin, da will ich hin. Kante an Kante, 1 cm. Und da seht ihr das, da hatte ich angefangen habe mit dem Übersteppen, weil ich habe gesagt 2-3 cm höher, weil ich will jetzt ja diese Naht hier schließen. Hätte ich da direkt angefangen, würde ich hier von rechts dann eine Falte reinbekommen. Also die erste Seite schließt ihr komplett. Jetzt nehmt ihr die andere Seite und da müssen wir jetzt zum Rumdrehen ein Loch lassen. Das lasse ich jetzt ruhig da gleich, wo ich vorhin angefangen oder aufgehört hatte zu nähen. Und dadurch, dass es ein ziemlich dicker Stoff ist, will ich mir mindestens so eine große Öffnung lassen, um das rumzuziehen. Das heißt, auch hier schaue ich zuerst nach meinem nächsten Anhaltspunkt und fange hier irgendwo, ja, hier an. Lege mir es erstmal unter die Maschine, checke nochmal, dass ich Kante an Kante bin, beziehungsweise meine Markierungen aufeinander sind, und habe hier das große Loch gelassen, wie gesagt. Und den Rest hier nach unten und unten am Saum, den schließe ich jetzt wieder. Ups, dann muss ich mal nachnähen. Das war von meiner Patchwork-Arbeit und dann habe ich es erst nachträglich zugeschnitten. Da ist mir die Naht jetzt gerade ein bisschen aufgegangen. Das ist bei Patchwork, wenn man die erst zusammennäht und dann das Teil zuschneidet, ist das so. Fange ich einfach wieder da an. Kein Thema. Schließe das nach unten. Zentimeter. Kante an Kante. Gehe hier unten rum. Und auch hier lege ich mir das wieder so, wie ich die Naht festgesteppt habe. Halte mir das hier gleich fest und nähe hier rüber. Meine Patchwork-Naht, die lege ich auch auseinander, ist ja logisch. Und nähe genau bis in die Ecke rein. Jetzt könnt ihr euch überlegen, ob ihr diese Ecken so ein kleines bisschen verschneiden wollt. Denn die sollen ja auch schön rauskommen nachher. Das gleiche an dieser Seite. Die Taschenbeutel könnt ihr abkändeln, also mit der Overlock versäubern oder auch so lassen, wenn ihr breit genug abgenäht habt, weil es ist ja alles innen, es ist ja überhaupt nichts irgendwo offen, wenn wir mit dem Teil fertig sind. Jetzt habe ich mein Loch verloren, hier ist es. So, jetzt gehe ich mit meinem Hand oder meiner Arm zuallererst in die lange Seite rein, weil es ist immer besser, so rumzudrehen, wenn man erst das längste Teil sich durchholt. Jo. Und langsam, damit ihr nichts einreißt, rumdrehen. Stück für Stück. Ich nehme mir da immer Zeit, ich drehe das auch immer wieder dann. Umso besser geht das dann. So, jetzt greife ich rein, hole mir das kurze Teilchen raus. Taschenbeutel reinstecken. Jetzt nehme ich irgendeinen Gegenstand, um erstmal die Ecken schön rauszudrücken, unten, die ich gerade verschnitten habe. Na, wo ist sie denn? Hier, das ist die, die wir übersteppt hatten. Und das gleiche muss ich natürlich auf der gegenüberliegenden Seite machen. Muss man erstmal wieder ganz reinkommen in das Teil. Ja,
Die ist auch aus. Und die ist raus. Und ihr könnt ja schon sehen, wie schön das da drüber rollt. Das ist einfach ganz toll. So, jetzt haben wir nur noch ein einziges zu tun. Wir müssen das Loch irgendwie schließen. Das könnt ihr gerne, wenn ihr möchtet, mit der Hand machen. Je nachdem, was ihr für ein Material habt, würde ich das auch empfehlen. Ich bin nicht so eine Handarbeitsnäherin. Ja, ich bin da nicht so besonders gut drin. Also nähe ich hier jetzt das einfach mit der Maschine drauf. Ganz knapp, damit man das kaum sieht. Suche nach meinem letzten Stich da. Mache mir den größten auf die Maschine drauf. Muss aufpassen, dass ich hier genug umgeschlagen habe, damit ich das Fell auch wirklich erwische. Das gleiche für das Amaretta, das muss natürlich genauso schön umgeschlagen sein. Und wenn man das ganz knapp macht und dann bei dem Pelz das rauszieht, ist das auch kaum sichtbar. Aber ihr könnt das natürlich sehr, 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 sehr gerne mit ein paar schönen Blindstichen zunähen, das Loch. Nur dann wäre ich jetzt noch nicht fertig mit diesem Video. Und dadurch, dass wir ja hier oben sowieso gegengesteppt haben, dann sieht das eigentlich, sieht man das gar nicht, weil das wie eine Continuation, also wie eine Fortsetzung hier ist. So, jetzt werde ich das Teilchen gerade mal ein bisschen abbürsten und werde es überziehen und zeige euch, wie das Resultat von meinem schönen Klebchen geworden ist. Okay, unser kleines Cape ist fertig, wie ihr seht. Außen habe ich das schwarze, den schwarzen Webpelz mit meinen großen warmen Taschen drin. Hinten ist es etwas länger geworden wie das letzte. Das hatte ich so angeschnitten gehabt. Und wenn ich das Teil jetzt rumdrehe, dann haben wir unsere Reißverschlusstaschen hier draußen. Und wir haben das so, dass das Fell schön so hier paspeliert, gleich passend zu den Taschen, die wir auch haben. Und jetzt haben wir auch hier eine Tasche, wo wir das Handy reintun können und können es abschließen und hören es dann trotzdem, weil in der Handtasche hört man es ja meistens nicht. Oder ihr könnt ein paar Geldscheine reintun, irgendwas Wichtiges, was euch nicht jeder so einfach aus der Tasche rausklauen soll. Das ist doch was, oder? Ich hoffe, ich habe euch so richtig Lust gemacht auf etwas Schönes zum Nähen für die kühleren Tage, wo man noch keine Jacke braucht, aber trotzdem irgendwas Wärmendes um die Schultern braucht. Viel Spaß!